Hallihallo und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Heute habe ich mir das Thema, habe ich einfach so mal kein richtig spezifisches Thema. Was ich mir so vorgestellt habe, war, ich wollte euch ein bisschen was über die Alltagsmagie erzählen. Über dieses, ja, etwas Besonderes des Tages erleben. Und ja, ich habe jetzt schon, glaube ich, den 10. Anlauf. Den ersten habe ich, der eigentlich gar nicht mal so schlecht war, habe ich vergessen zu sichern und dann ist er weg gewesen und dann habe ich ihn gelöscht. Dann habe ich ihn nicht richtig mehr sichern können und dann war es wie gelöscht und ja, ist dann doof gelaufen. Und ja, jetzt versuche ich es mal auf eine ganz andere Art, nämlich euch zu erzählen, was für mich magische Momente sind. Einfach so Momente, an denen ich am liebsten, ja, gar nichts ändern möchte, wo ich einfach nur den Moment habe. Den Moment, der für mich das Perfekteste ist, was es gerade überhaupt gibt. Also zum Beispiel ein sehr magischer Moment ist für mich immer, wenn ich mit meinem Hasen kuschel. Einfach nur dieses, ja, ich bin einfach immer verzaubert, wie weich ihr Fell ist. Ich meine, mein Hase hat so ein unglaublich weiches Fell, die ist so richtig flauschig. Und ich liebe es. Und ich weiß, jetzt werden einige Tierschützer werden jetzt sagen, es ist Tierquälerei, aber ich kann halt nichts dafür. Ich mache es trotzdem gerne. Ich benutze manchmal meinen Hasen gerne als König der Löwen. So diese erste Szene, wo Simba hochgehoben wird, das mache ich auch immer ganz gerne mit meinem Hasen. So hebe ich sie dann immer und dann einfach nur Nase an Nase. Und dieses Gefühl, wenn unsere Nasen dann zusammentreffen, ist einfach toll. Es ist einfach eines der schönsten Dinge, die es gibt. Und das ist für mich irgendwie so Magie. Magie, einfach etwas Kleines genießen zu können. Die Magie, nicht nur, dass man Hexerei hat, nicht nur, dass es irgendwelche große Zauberkunst erfordert oder dass es nicht große Ablenkungsmanöver braucht, sondern einfach nur ein Moment. Ein Moment, der perfekt ist, in dem man am liebsten in der Ewigkeit einfrieren würde. Das heißt für mich Magie. Für mich heißt Magie aber auch einfach dieses die Welt anders betrachten. Einfach mal rauszugehen und dann zum Beispiel die Osterglocken zu sehen, die ersten Osterglöckchen. Also noch habe ich keine entdeckt, aber wenn ich sie dann entdecke, finde ich es immer total toll. Oder auch sowas wie, wenn meine Mom die ersten Tulpen oder sowas entdeckt oder einfach die ersten Rosen anfangen zu blühen und sie dann wie so ein, ja, wie ein Kind sich drüber freuen kann und ich einfach dieses Glitzern, das Kinder immer haben, wenn sie die Welt entdecken, wieder in ihr entdecken kann. Das finde ich ist in gewisser Form Magie. Was für mich auch Magie bedeutet, ist einfach für mich persönlich, wenn ich zu Toys laufe, dann habe ich immer diese magischen Zauberlandaugen, wie ich sie so nett nenne, weil dann meine Augen anfangen zu strahlen, ich nicht aufhören kann zu lächeln, weil ich einfach diese ganzen tollen Spielsachen entdecke. Und dann freue ich mich immer riesig über jede kleinen Schnickschnack. Da gibt es dann solche Sachen wie einfach nur, dass es da überall Kaugummis gibt und diese vielen Farben und alles. Das ist für mich einfach der absolut magischste Ort, den es so gibt. Aber für mich heißt auch einfach Magie eine gewisse Form von, ja, Ruhe haben. Etwas Ruhe zu haben und nicht immer irgendwas leisten zu müssen. Dass nichts von dir erwartet wird, dass einfach nicht tausend Leute wollen, du sollst jetzt am besten sofort und gleich und hier und jetzt drei Arbeiten gleichzeitig machen, sondern einfach nur einen Moment der Stille zu haben. Da zu sein und zu denken und zu leben und einfach nur zu atmen und nicht irgendwas, keine Erwartungen erfüllen müssen, kein Erwartungsdruck, das ist für mich Magie. Oder auch sowas wie, wenn meine Mutter nach Hause kommt und mir eine Brezel mitbringt, obwohl ich nichts gesagt habe und ich total hungrig bin und es einfach das Beste ist, was ich in dem Moment esse, dann esse. Dann ist das für mich auch eine Form von Magie. Die größte Magie in meinem Alltag ist etwas total Albernes, wenn man es mal sich so überlegt, aber es ist halt einfach der magischste Moment. Es ist einfach dieser Moment, wenn ich merke, dass mein Papa heimkommt. Das ist einfach so das Schönste, was es für mich so am Tag gibt. Weil, ja, dann verbringen mein Papa und ich meistens noch Zeit zusammen und ich kann ihn Dinge fragen. Heute zum Beispiel habe ich ihm ein leckeres Sandwich gemacht und mir auch und wir haben dann Sandwiches zusammen gegessen.
Jetzt ist mir ein bisschen schlecht, weil das Sandwich zu heftig war, aber ja, das ist für mich Magie, einfach nur diesen Moment mit meinem Vater. Und auch so was Tolles ist, als meine Mama und ich gestern den Bergkäse angeschnitten haben, den ich mitgebracht habe. Der war so lecker. Das war wirklich unglaublich. Also jeder, der jemals in die Nähe von Österreich kommt und in die Nähe von einem ja, Käseautomaten, der sollte diesen Käse testen. Ja, ich plane immer noch einen Block dazu zu schneiden, weiß aber nicht wann. Auch magisch ist für mich so das Können, die Zeit zu vertrödeln. Also nicht irgendwie was man tun muss zu tun, sondern einfach nur zu trödeln. Einfach nur die Zeit so richtig schön laufen lassen, wie durch eine Sanduhr und sich nicht bewusst sein, wie viel Zeit jetzt vergangen ist, sondern einfach nur sich die Zeit nehmen, die Zeit zu leben. Klingt das jetzt irgendwie komisch? Also ich finde, es klingt so bei mir jetzt komisch, aber ob jetzt ankommt, was ich meine, weiß ich nicht. Oh Mann, so sage ich jetzt sowas. Es tut mir leid. Ich hoffe, dass ihr jetzt wisst, was ich meine, aber auch so total die Magie ist eben, sind die Jahreszeiten. Ja, Jahreszeiten sind die ultimative Magie, die es gibt, finde ich. Weil wir müssen es uns mal überlegen. Natürlich, tausend Wissenschaftler erklären dir, dass Schnee fällt, weil die Luft kalt wird und dann kristallisiert sie und bla bla. Aber wenn die ersten Schneeflocken fallen, das ist doch einfach ein magischer, schöner Moment, oder? Also ich meine, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als wenn dieser Schnee da runterkommt und man so wirklich diese Ruhe und diese schöne, klare Luft, die es dann auch gibt. Ich meine, es gibt nicht oft diese schöne Luft. Und ich finde auch, man kann den Schnee schon Tage davor riechen. Das ist wirklich wie so dieser Duft von Schnee. Da ist doch wirklich was ganz Besonderes. Und für mich heißt Magie einfach nur etwas Besonderes, etwas Einzigartiges, etwas, was einfach nur für einen selbst etwas Besonderes ist. Es muss nicht, jeder andere hat andere Vorstellungen von Magie. Meine Mom findet Magie ist schönst, der Alltagsmagie oder Magie ist, wenn einfach der Tag gut strukturiert ist und alles so funktioniert wie geplant. Und ich finde zum Beispiel, also Magie ist etwas, wenn der Tag nicht nur läuft wie geplant, sondern wenn auch irgendwas passiert, was man überhaupt nicht vorhersieht und ich dann aus meinem Alltagstrott einfach rausgerissen werde. Das ist für mich dann auch so eine gewisse Form von Magie, weil, ja, wenn man eben eine sehr kleine Welt hat, wie ich nun mal oft habe, dadurch, dass ich in meinem Zimmer bin, dann ist einfach nicht, brauche ich nicht viel, um meine kleine Welt noch schöner zu machen. Sondern manchmal sind es einfach nicht die großen Dinge, wie zum Beispiel, da ist neue Elektronik oder neues Auto oder neues Haus oder neue Sachen, sondern manchmal ist die größte Magie einfach, wenn man ein riesen Kuscheltier hat und dieses Kuscheltier einfach nur kuscheln kann. Das ist doch auch was Schönes. Oder wenn man seinen Hasen hat und mit dem kuscheln kann. Oder einfach nur, wenn man jemanden hat, der dir zuhört und zwar wirklich zuhört und nicht nur hört, was du theoretisch zu sagen hast, sondern wirklich hört, was du aus tiefstem Herzen zu erzählen hast. Das ist für mich Magie. Und es ist nichts Großes, es ist nichts Spektakuläres, es braucht keine Bühne dafür, es braucht keine teuren Eintrittskarten, es braucht keine Trickserei, sondern es braucht einfach nur einen Moment. Den Moment, in dem dir klar wird, ja, der war jetzt gerade magisch. Oder was ich auch so total die Magie finde, ist einfach die Heizung. Heizung finde ich magisch. Ich finde es magisch, dass Heizungen urplötzlich, wenn es kalt ist, dein ganzes Zimmer erwärmen können und dann dein Zimmer warm ist. Oder ich finde es magisch, wenn das Licht funktioniert. Strom. Wir sehen ihn nicht und trotzdem ist er da. Das ist doch wohl die größte Magie, die es gibt, oder? Okay, auch da werden viele Leute sagen, es funktioniert so und so. Aber nur weil Leute sagen, wie was funktioniert, muss es noch lange nicht aufhören, für dich magisch zu sein. Sondern manchmal ist es einfach das Magischste, den Glauben an etwas zu behalten. Ich für meinen Teil, ich glaube immer noch ganz fest daran, dass wenn ich mein Zimmer verlasse, dass meine Kuscheltiere anfangen miteinander zu reden. Ich habe so auf Toy Story geguckt, aber ich glaube daran. Und manchmal glaube ich, wenn wir an Dinge nur lang genug und fest genug glauben, dass sie dann Wirklichkeit werden. Und das finde ich einfach das Schöne.
Es ist auch so eine Form von Magie, etwas so lange glauben zu können und auch wirklich den Glauben am Laufen zu halten und nicht aufzugeben, bloß weil dir tausend Steine im Weg gelegt werden, sondern weiter dran zu glauben. Das ist für mich auch so eine Form von Magie, an etwas zu glauben, bis es sich erfüllt. Und ja, irgendwann erwische ich meine Kuscheltiere dabei, wie sie miteinander reden. Oh. Ja, das war einfach heute mein Video, das wollte ich euch mal so ein bisschen erzählen, so ein bisschen was über die Magie des Alltags. Und ich hoffe für jeden da draußen, der jetzt dieses Video sieht und sich denkt, sie spinnt doch, dass er einfach mal seine Ohren aufmacht oder seine Augen und einfach mal guckt, wo ist die Magie? Weil manchmal ist es auch schön, die Magie suchen zu gehen. Aber man sollte sie nicht mit aller Gewalt suchen, weil dann versteckt sie sich meistens. Sondern Magie kommt meistens dann, wenn man es überhaupt nicht erwartet. Ja, das wollte ich euch einfach erzählen. Ich dachte, das könnte einfach mal so für eine Freitagslaberei was Gutes sein. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Ich hoffe auch auf jeden Fall, dass wir uns dann am nächsten Mittwoch wiedersehen. Schreibt mir doch bitte in die Kommentare, was für euch Magie heißt. Was ist für euch Magie? Und wo fängt Magie an? Und ja, ich würde mich auch wirklich interessieren dafür. Also ihr könnt mir gerne schreiben auf Facebook oder auf Twitter. Ihr könnt mir aber auch gerne E-Mail schreiben an die bell.friedmeier@outlook.com. Und ja, ich wünsche euch noch eine wunderschöne, magische Woche. Wir sehen uns dann nächsten Mittwoch wieder. Bis bald. Tschüss.